Hallo, servus, liebe Leute, willkommen wieder zurück zu Let's Platin hier, in dem Fall Mr. Message. Ein neues, ja, fixes Let's Platin Run Game, hoffe ich mal zumindest hier, dass es auch tatsächlich dann so Platin ist, so relativ schnell. Aber vermutlich ja, ich habe nämlich da schon mal was vorbereitet hier. Ja, na, da wollen wir mal starten. Achso, ich soll mal den Chat auch noch hier machen, dass ich das bald sehe. Servus, der Ratio. So, genau, und danach hier könnt ihr euch ja aussuchen, was ich spielen soll. Gun Home, Green Fandango, Day of the Tackle, Everybody's Gone to the Rapture, the Transformers Devastation. Freedom Cry, Trine 1, 2, 3. Ja, Back to the Future, also Telltale-Dinger, jede Menge. Oder halt Burnout Paradise, beziehungsweise Amnesia, oder jede Menge Lego-Dinger. Na, ja. Können wir mal gucken, was wir da so alles machen. Far Cry 3 habe ich auch, Hitman habe ich auch. Na, können wir ja hier dementsprechend mal durcheiern. Dementsprechend aber jetzt hier machen wir es, weil ja das fixe Platin-Game hier von Mr. Message. Da werde ich natürlich hier die ganzen Sequenzen, die da drin sind, hier dementsprechend skippen, weil es sonst einfach zu lange dauert. Servus Sebi. Genau, ist wohl gleich ein Entwickler von My Name is Mario. Na. Und dementsprechend hier geht das Ganze relativ schnell. So. Das Ganze, wie gesagt, werde ich jetzt so überspringen. So, und dann haben wir das hier. Das wäre eine Crew helfen. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Genau, Experience hier haben wir ja 0 und so weiter. Ja. Wenn wir hier, genau, dann haben wir nur den freigeschalten hier. So. Alter, Alter. Warte mal, dann machen wir jetzt hier gerade mal das hier. So. Machen wir das mal. Was ich. Ah, scheiß drauf. Ja, das ist eines angekommen, ja. Wenn du das meinst. So. Jetzt muss ich nur kurz gucken hier. Ja, da haben wir erstmal die Nope Trophy. Na. Ja, genau die da. So. Und zack, die aus der 2. Also Dead by Daylight kann man. Los, ich habe. So. Weil Dead by Daylight war ja nur ein Albumumschlag drin. So, genau, das hier alles hier. Na, das werde ich ja alles überspringen da. Mit Kreis. Von dem her machen wir das in dem Fall so. Ich muss natürlich alles hier versuchen, da auf 3 Sterne zu bekommen. So, ist natürlich hier ein Spiel hier zum Speed-Daten, theoretisch, mit nach der Option hier, da zu massieren, deswegen heißt ja auch Mr. Message schlussendlich hier da. So. Just kidding, So, was wird das hier? So. Dann haben wir das hier mit 3 Sterne. Passt. Ja. Gut. Das haben wir. Ja, also 2. Also bisher kam nur 1 an. Hast du die 2 sind gleichzeitig losgeschickt oder was? Weil sie kamen nur als normale Briefsendung, war ja das, ne? Ein normaler Briefumschlag. Ah, das ist doch. So. Genau. Machen wir da die anderen auch noch gleich hier. Was war eine Trophäe gleichzeitig hier? Okay. Ne, da kam aber nur einer an. Bisher. So, die nette Werwolf-Dame hier. Genau. Höp. Duck killed. Sehr schön. So. Du
gut, nächste Trophy hinterher. Ha. Ja gut, ich wollte mal vorstellen, warten wir jetzt mal noch bis Montag ab, was da ist, ne? Andernfalls müssen wir mal gucken da, woran es da liegen könnte. Oder so, weil eigentlich, wenn du es tatsächlich losgeschickt hast hier, müsste es ja eigentlich auch bei der... Genau, ja, das auf jeden Fall. So. Gott. Haben wir wieder 3 Sterne. Gott. Das haben wir auch. Na, also man sieht ja, es geht relativ schnell hier da, das Ding da hier hochzukriegen. Ah, nehmen wir uns mal die nächste hier. Genau, die da. So. Ja, also ich würde fast meinen, dass ich danach auf jeden Fall mal ein Lego-Spiel spiele. Na, bevorzugt in meinem Fall Star Wars. Aber ihr könnt ja noch zuschreiben, da hier, ja. Ja, ich habe ja hier nicht, also ich schicke ja generell ein paar Einschreiben, ne, weil das ist mir dann wesentlich lieber. So. Also theoretisch soll es hier relativ gut sein, ja, da, wenn man da die Texte da durchliest, aber ich in meinem Fall, nee, habe ich ja, ich habe auch hier da. So. Servus, Splinter. Gut, das war die da. So, jetzt kommt Pardon. Zu. My name is Mario, ja? Na? So. Man kennt's ja hier, ne? Da, poking around. Oh, Speed-Dating mit Mayo-Glas ist immer gut hier. Wer ist da? Ja, das Ganze hier natürlich die Auswahl, falls der eine dann interessiert hier da. Werden natürlich dann dementsprechend auch noch hier mit rein posten. Wahrscheinlich da. Oh, nice. Glückwunsch hier zu Platin. Ist auch nicht schlecht bei Until Dawn. Na. Das Ding auf Platin zu haben, ja genau. Aber hier die ganzen Entscheidungen, die ich jetzt hier treffe, werden natürlich bei mir dann auf der Homepage auch noch treffen hier. Beziehungsweise hier dann zeigen. Na, und auch von dem her passt es. Show, genau, immer slippery everywhere. So, was war ja die Dorothy. Da ist sie doch. Oh, not enough experience, okay. Gut, dann probieren wir jetzt kurz was anderes hier. Ah, da war sie doch scheiße. Du brauchst 20. Ja, da ist recht, Splinter, ja. Auf jeden Fall. Ach, lol. Echt jetzt? Wow. Das hätte er mit mir abrechnen können, die hätte ich gerade so noch zahlen können. Ey, lol. Wegen 5 Cent. What the fuck?
Ah, siehst du, ich hab da jemanden vergessen. Ne? Ist ja klar, ja, ne? Dass es nicht geht. Ja, alles klar, hier sehe ich wieder. Ja. Mal vielen Dank soweit, dass du dann nochmal losschickst. So, Moment, da muss ich jetzt hier. Ja, das ja. Einmal das, mit zwei Sterne verkacken, dann nochmal. Da war ja was. Battlefield Battle Royale. Okay. Ja, mit Jackpot hier, das ist gar nicht mal so schlecht. Na, also gerade mit hier. Champions League. So, Jackpot. Ja, so ist es hier wieder Jackpot gelesen hab. Oh Mann, ey. So. Gibt es noch Trophäen hier fürs Verkacken auch hier. Für ja. Die ganzen Auswahldinger, deswegen mache ich das gleich erstmal noch mit. Und dann haben wir es auf jeden Fall auch. So, dann haben wir es auch. Average Joe. So, fünfmal direkt hintereinander zwei Sterne. So, jetzt kriege ich das hier verkackt mit einem Stern. Na, das Ganze hat doof, aber ich sehe 20 Mal. Na, aber dem dauert es jetzt ein bisschen. Ah gut, 20 Minuten bis Platin, das ist eigentlich ganz okay. Und so an sich, also schlecht ist das Ding echt nicht, weil ich habe da mal ja angeguckt, der das normal gespielt hat, das Ding ja, mit den Auswahlmöglichkeiten. Also schlecht ist es nicht. Auf jeden Fall interessanter wie mein Name is Mario. You win some, you lose some, sehr schön. So. Na, und so geht das Ganze wieder vor, ja. Joa. Na komm. Das Kacke ist ja echt, du musst ja 20 Mal mit einem Stern das alles abkacken, ne? Hintereinander. Sonst würde es natürlich ja zwischen rein machen da jeweils. Aber hilft ja nichts. Ich muss ja das. Genau, da ist 10 Mal. Version Mojo. So, die Hälfte haben wir. Weil das Ding gibt es ja auch im PSN Store, ne? Relativ günstig das ganze Game ja, also. Wer eine Easy Platin haben will, das ist eine. Ja, hat sogar eventuell ein bisschen wieder Spielwert. Weil du kannst ja hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten hier treffen dann, ne? Zucker 9 für Dings, ne? Until Dawn. Oder was? Ist aber dann doch, ja, gut, für dass das eigentlich hier brutal viele PS4s ausgeliefert worden sind mit dem Spiel und so weiter. Eigentlich wiederum nichts, aber ich meine, wer genau geht da auf Platin? Außer halt gerade auch wieder Trophy Hunter. Das ist sogar 2,9% relativ viel. Jawohl, ja gut, ist ein guter Mittelwert. So, jetzt müssen wir mal bald die 20 Stück da haben. Ah! You'll be alone forever, genau, da ist sie doch. Warte mal, jetzt mach ich es einfach mal nochmal. So, jetzt haben wir ja 43, jetzt passt es in dem Fall auch wieder. So, jetzt auch Dorothy. Da. Gut. Die Dorothy. Ja. Na? Da. Die Kuh? Ich finde es geil.
So. Ja. Musaji. Gut. Das haben wir auch. Oh, das ist geil. Wer ist denn das? I just push the button. Skullex. Okay. Okay, jetzt sehe ich auch nicht mehr so. Das würde ich jetzt ja. Das ist doch eine. Na, wo ist sie? Da ist sie doch. So, einmal ein Geist. Man. Das hier. So. Moin, Basti. Nö. Weil das ist gar nicht mehr so ein schlechtes Ding, Jana. So, muss ich kurz das Profil wechseln hier auf das hier. So. Ja. Hä? Geht es nicht? Ah ne, Martha Boyas, mein Gott, die da. So. Mal wenn schon hier im Sale ist, ne, kann man es auch mitnehmen. Hat im Angebot, mehr oder weniger. So. Chat und so, ne. Ja, so. Dö. Geht doch. Ja, ich weiß nicht. Das habe ich ja vorher so gefragt. Ja, also theoretisch könnte man ja sagen, was ich danach dann hier machen soll. Ne? Für ein Game, also gerade Far Cry 3 oder ein Lego-Spiel oder so. Aber es sind nur ein paar Möglichkeiten, ja. So. Chi. Chi. das hier. Ja, proud of your job haben wir jetzt hier, passt. Sollen wir wiederholen, ja? Ja, ich habe einiges zur Auswahl, das stimmt wohl, ja. So, jetzt machen wir auch kurz mal die fertig, aber dann gehen wir mal kurz die Liste hier durch. I play video games. So. Sugar Daddy Time. Oh meine Gott. So, die haben wir fertig hier. Aber jetzt das hier.
Scheiße. So. Dachtennis. Gleich fertig hier, also noch ungefähr 10 Minuten, da sind wir hier durch spätestens. So, mit dem Kissen hier, ne, das ist jedenfalls auch relativ strange, sag ich jetzt mal. Ach, das ja. So, man kann sagen, wo ist das hin? Ja. Alter Falter, ja. So. Und dann auch. Okay. Also wenn, würde ich, also wenn Lego, würde ich fast eher mit Dachmaxi, Expert Date Meister auch noch gleich hinterher, mit Star Wars anfangen, weil er halt Star Wars, ne, bei mir und so. So, boah, hier diese Tante, ja. Ja. Weil, ja, Star Wars würde fast jeweils pushen, sag ich mal, kennst du mich ja dann theoretisch immer noch in Worlds, oder? So, einmal mit dem Virus oder ja mit der, KI, Dayton. So, na? In dem Fall eine Lego Star Wars, hätte ich jetzt gesagt. Fangen wir mal mit dem an. Weil wir natürlich jetzt gucken, dass ich relativ viele die Spiele, die ich jetzt hier eine Menge von euch wieder habe, dementsprechend relativ schnell durchkrieg. Da. Was kommt hier over? Super Hot Dogs. New Hero, genau. Yep. So. Geht doch, Hacker Brew haben wir auch. You made it. Na. So. Bites all over you. Dann haben wir auch. Und komm hinterher. Zack. I'm the glorious Mr. Messagey. Das war's. Platin ist, ne? So, jetzt kann ich ja. Ach ja, ich wollte eh nochmal hier das hier machen, da, dass ich hier da. Die tollen Days of Player, meine Super Platins, die ich mal hochladen kann. Nach 3 Jahren Telltale Game of Thrones. Jetzt auch noch ja. Mr. Message hinterher, Platin Instant. Na. Ja, wupp. 82,5% aller Trophy-Huren haben das auch. Jo, ne? Kann man nichts sagen. Gute 20 Minuten bis Platin. Ja. Läuft. So, das haben wir auf jeden Fall auch. Das heißt, ich kann das hier dann, genau, zum einen mal hier schließen. Und dann weg. So.
Ja, die anderen werden jetzt auch noch hier drin. Die dauern halt natürlich nur ein bisschen länger, zwischen 6 und 8 Stunden oder irgendwie so. Das nochmal ein bisschen länger. Far Cry 3, Trine 1, 2, 3 geht auch relativ schnell. Ja, die ganzen Telltale-Dinger, Burnout Paradise, Amnesia, nur das habe ich so gedacht. Wäre auch so hier da eine Überlegung von mir gewesen, aber da hier gerade immer so ein Rennspiel fertig hatte, also Project Cars hier, habe ich gedacht, machen wir das erstmal nicht, sondern hier irgendwas Lego-Technisches. Und da werde ich jetzt kurz mal hier den Stream nur ausmachen und dann einfach hier, wenn ich es finde, drüber, ne? Da, das hier. Ja, machen wir einfach dann gleich das. Also sprich, ich mache kurz den Stream aus und hole wieder alles um, weil Mr. Message passt ja nicht mehr so ganz bei Twitch hier. Und dann legen wir mal los wieder in ein paar Lego-Games hier. Und ja, klar, Tipps kannst du mir immer geben, ne? Logisch. Ja, na, ich sag mal soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Mr. Message, der Hardcore-schweren Platin. Und ja, bis gleich oder bis denn. Ja, haut rein, servus und tschö oder bis gleich.